Als die Spieler des FC Schalke 04 vor der Partie gegen den 1. FC Nürnberg ihre Umkleide betraten, staunten sie nicht schlecht, denn der Kabinentrakt wurde komplett neu gestaltet. An den Wänden prangen die Gesichter berühmter Schalker Legenden, auf dem Boden wurden die Erfolge verewigt. Der Druck scheint allerdings nicht von großer Qualität zu sein, den aktuellsten Titel des Vereins kann man schließlich kaum noch entziffern. Trotzdem glaubt der Schalker Trainer Huub Stevens, dass seine Jungs Spaß an ihrem neuen Zuhause haben werden. Und vielleicht wird die Atmosphäre sie ja auch im DFB-Pokal gegen Sandhausen beflügeln. Ja gut, wir wurden Samstag auch überrascht, wie wir hier reinkamen. Und ja, die Kabine ganz neu in Farbe von Schalke aufgebaut worden ist. Und die Spieler waren auch überrascht, aber begeistert, genauso wie ich. So gehört sich auch. Du musst dich wohlfühlen, du musst ein Zuhause haben. Und ich glaube, dass es für die Spieler hier ein Zuhause ist. Bei der Kabinenpredigt dürfen wir nicht dabei sein. Was geben Sie morgen Ihren Spielern vor dem Spiel mit auf den Weg? Na, dass sie Vertrauen haben müssen und ihre Qualitäten ins Spiel bringen müssen und wieder. Und das glaube ich, dass Sandhausen hier kommt, um auf Counter oder mit Standards gefährlich zu werden. Und das müssen wir versuchen zu verkommen. Wir müssen unsere Qualitäten versuchen herauskommen zu lassen. Und wir haben immer gesagt, dass wir ein gutes Kader haben, ein ausgeglichenes Kader haben. Und es kann morgen sein, dass der ein oder der andere nicht auflaufen wird. Und dann muss ein anderer dran und der muss dann auch seine Qualität bringen. Wenn die Schalker am Dienstag wieder ihre neue Kabine betreten, findet hoffentlich auch Marco Höger den Weg zu seinem Platz. Auch wenn er sich die Rückennummer laut Spind mit seinem Kollegen Louis Holtby teilen muss. Reviersport, die Sportzeitung.